werden. Ja, liebe Biosophen, heute geht's um eine Chocolate Stout. Und zwar unser zweiter Durchlauf mit dem Chocolate Stout. Der erste hat uns schon saugut geschmeckt, deswegen war uns klar, das müssen wir nochmal machen. Kam auch immer gut an, außer man mag Stoutbier nicht, so was wie Guinness. Aber wenn man da ein bisschen Geschmack dafür hat, kommt dieser Chocolate Stout noch viel süßer daher und schmeckt noch viel besser. Genau das wollten wir dieses Mal reproduzieren, indem wir einfach genau dasselbe Rezept nahmen, mit dieser abstrus hohen Menge an Schokoladenmalz und gleichzeitig auch versucht haben, den ganzen Zucker zu lösen, um die Süße noch ein bisschen zu heben. Der ganze Brautag ist ein bisschen begleitet worden von einem anderen Hobbybrauer, nämlich von dem Gerd von den Hopfenbuddies aus Österreich. War super interessant, weil er viel, viel mehr Erfahrung gehabt hat als wir und uns auch viele neue Ideen mitgebracht hat. Und alles in allem haben wir jetzt am Ende, nach den ersten Verkostungen, die natürlich schon passiert sind, einen wunderbaren Chocolate Stout nochmal hinbekommen. Wenn euch das alles gefällt, gerne abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit unserem zweiten Chocolate Stout Brautag. Ein Chocolate Stout. Also, warm und weißes Glück finden. So ein wunderschöner Moment, wenn der Brautag beginnt. Zu dem Zeitpunkt schon eher später nachmittags, aber es macht gar nichts. Man kann ja auch ein bisschen in die Nacht reinbrauen. 8 bis 10 Stunden wird man trotzdem brauchen. Starten tut immer alles mit einem guten Rezept. Unser Rezept ist eigentlich fast in Stein gemeißelt gewesen, weil der erste Chocolate Stout eben, wie gesagt, so gut war. Allerdings haben wir leichte Varianten einbaut. Zum einen haben wir 1,5 Kilo mehr Karamell ranpackt, weil wir einfach Karamellgeschmack unglaublich gern mögen. Zum anderen wollten wir dieses Mal versuchen, den Zucker explizit zu lösen. Das heißt, wir haben geplant, den vorher in 5 Liter Wasser aufzulösen und dann erst am Ende des Hopfenkochens hinzuzugeben. Dann wird genau 2 so Kübel voll sein. Das Rezept basiert auf Pale Ale Malz, genauso wie man sich's erwartet. Und um jetzt aus diesem Ale dann einen Stout zu machen, kommt natürlich die Schlüsselzutat noch hinzu, nämlich Schokoladenmalz. In unserem Fall unglaublich viel, unglaublich mutig, aber so bekannt, so gemacht. Und zusätzlich noch ein paar Haferflocken, damit man einen schönen Schaum bekommt, der auch stabil bleibt. Dann haben wir da jetzt noch ein schönes Kilo Haferflocken. Und schwarzes Gold, 2,014 Kilo. Das passt schon. 2 Kilo. 2 Kilo. 2 Kilo. Da vertrauen wir den Wägern. Und dazu 2 Kilo Zucker. Der ist gerade vorbeigefahren. Traktor? Ja. Auto.
dass man dann im Fünfe schön starten kann. Ja, und dann hat man jetzt auch gerade diese 2 Kilo schönen Karamellzucker gesehen, die wir auch mit an unseren Chocolate Stout geben. Hintergrund ist eigentlich ganz einfach, nachdem wir so ein intensives Schokoladenaroma haben, durch so viel Schokoladenmalz, wollen wir dem natürlich auch entgegenwirken und eine große Restsüße mit reinbringen, damit wir da einen schönen Ausgleich finden. Lässt sich jetzt natürlich wieder über Reinheitsgebot streiten und bla bla bla. Aber ich glaube, dieses Thema haben wir zur Genüge behandelt. Ein gutes Bier verträgt alle Zutaten. Und was dann noch als Bier bezeichnet wird oder nicht als Bier bezeichnet wird oder offiziell irgendwelche Handelsgrenzen schützen soll oder was auch immer für politische Hintergründe hat, was das Reinheitsgebot betrifft, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, geschrotet wieder bei 1,2 mm. Und wenn ich mir das so anschaue, wäre es vielleicht einmal schön, unser ganzes Kabelgewirr hier in den Griff zu kriegen. Aber was funktioniert, bewährt sich. Bis jetzt funktioniert dieses zusammengedrahtete System aus einem einfachen Netzteil und einem Drehzahlzähler mit einem guten Motor so hervorragend, dass kein Bedarf da war, da was zu verbessern. Das riecht jetzt schon wie Kaffee. Ja, und wenn ich das so sehe, kriege ich auch gleich wieder diesen Kaffeegeruch in die Nase. Es ist eigentlich fast schon unglaublich, wie diese 2 Kilo Chocolate Malt im Vergleich zu den restlichen 9 Kilo anderes Malz so eine intensive Wirkung sowohl geruchlich als später auch in der Färbung entfalten können. Tatsächlich würde man ja viel kleinere Mengen an Chocolate Malt verwenden, aber für unseren Zweck hat sich es einfach bewährt. Wahrscheinlich haben wir hier auch diesen super Kontrast zum Zucker, dass das einfach wunderbar funktioniert hat bei dem letzten Chocolate Stout. Warum genau auch immer, kann man wohl schwer beurteilen, weil es ja doch den traditionellen Rezepten für einen Stout widerspricht mit dieser großen Menge an Röstmalz. Allerdings spielt es gar keine Rolle,
Weil am Ende zählt der Geschmack und am Ende zählt auch das, was uns Birosophen schmeckt und weniger das, was man denn so tut oder was man denn so tun sollte. Mittlerweile hat er auch ein bisschen Verstärkung bekommen von meinen Kindern. Die haben sich am Schlagzeug vergnügt und es ist einfach unglaublich, was so ein Schlagzeug für eine anziehende Wirkung hat. Das Rezept genau das gleiche. Chocolate Stout. Eingefüllt. Los geht's. Drei Skills oder irgendwas. Einfach drehen. Drehbar gelagert. Um den Deckel streben. Genau. Hab ich schon mal ausgekocht. Und Ablauf. Was da? Der ist rein. Müsste gut sein. Da riecht man so nach neuem Stahl. Den kannst du beruhigen, den Tonnenkeil. Also, der, was, du hast ja probiert, der ist ja. Der Box ist kaputt. Ja. Ändern wir mal den Musikstil. Geiler Bottich. Der ist cool. Ich hab mal noch braucht. Oh, nein, ich geh auch noch mal einen Dance-Nachlicht. Oh mein Gott, mein Gott. Opa, die Musik auch schon einzuführen. Ja, ja. Ja, schauen wir mal, was der Braukollege heute erzählt. Ja, aufkochen und nach abkühlen, oder wie ist das? Hat der Temperatur anzeigen? Ja, den kannst du auch einstellen, ob er es halten soll, wie lange es halten soll. Oh, da sieht man sogar den Braumeister drauf. Das ist perfekt. Das wird lustig. Oh weia, ja. Da musste ich vorhin die Musik doch etwas anpassen, damit mein lieber Braukollege, der Roman, wieder etwas mehr Zufriedenheit in seinen Ohren verspürt. Ganz unabhängig davon haben wir alles vorbereitet, jetzt zum Einmeischen und auch, wie man gesehen hat, um mit unserem Braukollegen, den Gerd von dem Hopfenbuddies, später ein Online-Telefonat führen zu können. Mit etwas Aufregung, wer weiß, was der von uns hält und zu dem sagt, was wir machen. Jetzt bist du es doch dann, hä? Ja, ja. Temperatur reicht. Malz einfüllen. Beim Malz einfüllen staubt es dann immer so schön. Und dieser Geruch, den ich vorhin schon beschrieben habe, der wird noch viel intensiver. Und zusammen mit dem Wasser, das das Ganze dann aufquellen lässt, entwickelt sich eine ganz hervorragende Geruchsumgebung, von der man überhaupt nicht genug kriegen kann. Dazu kommt das leicht esoterische, entspannende bei dem ganzen Vorgang. Das ist einfach wunderbar einzumeischen. Das ist dicke Pompe, oder? Aber gut, da fehlt natürlich noch ein Muschel Wasser jetzt. Ja, und dann war eingemeischt. Schon das Einmeischen an sich wunderbar, immer mit diesem Kaffeegeschmack in der Nase, diesem leichten Müsli-Feeling, das man da immer hat. Und mit der Aussicht auf das, was jetzt dann gleich passieren wird. Herrlich. Man verschließt also den Braumeister, schraubt den Deckel ordentlich fest und startet den Brauvorgang. Wie das schön ist, kommt der Leib. Ja. Oh. Ah. Da die ganze Masse drin. Nein, wie eben nicht. Ich werde jetzt zeigen, du hast da was unterlegen, oder? Du musst nur ein bisschen kippen. Ja, den Braumeister richtig ausrichten, hört sich jetzt einfach an, als es ist. Ist aber auch nicht weiter schwer. Warum das wichtig ist oder warum wir gedacht haben, dass es wichtig für uns ist, wir wollen natürlich sicherstellen, dass unser Malzrohr gleichmäßig durchspült wird, möglichst gleichmäßig durchspült wird
Wobei, wenn man ganz ehrlich drüber nachdenkt, naja, viel Unterschied kann jetzt das, was wir da betreiben, nicht machen von der Wassermenge her, die durchs Malzrohr durchströmt. Es sollte ja auch das Malz selber durchwirbelt werden, sodass es wahrscheinlich nur minimale Unterschiede generiert, wenn überhaupt. Aber man will natürlich alles so gut wie es geht reproduzieren und damit einer gewissen Sorgfalt an die Sache rangehen. Deswegen haben wir den natürlich ausgerichtet. Der Brauvorgang selber, wie immer geführt vom Braumeister ohne viel Aufwand, hat jetzt hier noch eine zusätzliche Eiweißrast bei 57 Grad, zusätzlich zu den zwei Zuckerrasten bei ungefähr 62 und 72 Grad, wie man sie ansonsten hat. Insgesamt aber nichts Besonderes, weil auch diese Eiweißrasten üblich sind und wir uns halt an dem Rezept orientieren, das wir ohnehin schon benutzt haben. Füße schade nicht und wir versuchen halt den Zucker richtig zu lösen. Das heißt, ich hätte geplant, den einfach in 5 Liter kochendem Wasser aufzulösen, gescheit, dann dazu zum Schütten. Ja, diese viele Hefe in unserem letzten Weizen, der vorher gebraut war, beschäftigt uns noch eine ganze Weile und gibt uns nach wie vor leichte Rätsel auf. Dieser ewig fette Trub, das war jetzt natürlich extrem bei dem Weizen. Das ist imperfekt. Ja, das ist doch diese ich weiß auch genau, wenn ich abfülle. Das Grünschlauch ist super, aber die Spritzigkeit null unter Kontrolle. Oh, die braun. Oh, das ist ja grünschwarz. Rabenschwarz. Ja, alles in Ordnung. Am Röstmalz nicht gespart. Ja. Ja, zum Beginn der zweiten Rast haben wir dann mal eine Probe gezogen, um eventuell noch reagieren zu können, was nicht unser Plan war, aber wer weiß, was passiert ist. Kleine Änderungen haben wir ja doch eingeführt. Womöglich wird es uns ansonsten viel zu schwach, war aber nicht so. War alles ganz nach Plan, kam ja auch noch das Hopfenkochen. Und am Ende war vor allem interessant, hier die Geschmacksprobe von unserer Würze zu machen, weil das wie Kaffee war. 10 Grad aus, vielleicht sogar schon 11. Malz verbrennt. Ist ja Aua. Kannst du dir nicht vorstellen. Ja, die Temperaturrasten waren jetzt vorbei. Jetzt ging es dran, das Abmeischen und Läutern vorzubereiten. Nicht nur rein mechanisch, damit wir unser Malzrohr hier heben können, den Stuhl davor zum Stellen, sondern auch genügend warmes Wasser bei 78 Grad vorzuhalten fürs Läutern. Und da gab es ein kleines Problem. Wir hatten jetzt unseren schönen Kessel hinten stehen, mit dem wir Wasser warm machen. Aber der macht das Wasser natürlich nur warm, wenn man einschaltet. Und wir mussten ihn relativ kurzfristig einschalten, deshalb auch ein bisschen weniger Wasser reintun, damit es schneller geht. Aber alles in allem kein großes Problem, hat unser Läutern nur um 20 Minuten verzögert. Hier ist der ganz noch. Was? Wasser rauslupfen. Da kriegst du eine volle Wolke ab. Lassen wir es jetzt ein bisschen laufen. Was haben wir hier? Ja, das ist schon so eher so ein Glühweinkocher. Braucht zu wenig Anstand. Ja, Glühweinkocher, Wasserkocher hin oder her, das Ding hat ein großes Problem, es ist saulaut, es macht halt dieses typische Wasserkochergeräusch, dieses Rauschen, das einem unglaublich auf die Nerven geht. Hat dazu geführt, dass wir mittlerweile unseren Wasserkocher, in Anführungszeichen, einfach lang vor dem Braudurchgang schon mal richtig aufheizen, damit wir nur noch kurze Heizphasen brauchen, wenn wir zum Läutern eben übergehen. Ja, unser Läutermarathon hat damit dann auch gestartet und wir haben erstmal, wie es sich gehört, schön über den Braumeister geläutert, haben dann das Malzrohr wieder rausgenommen und waren natürlich neugierig genug, wieder zu schauen, was läuft denn jetzt noch aus dem Malzrohr raus und da mal eine Probe und eine Messung zu ziehen. Und siehe da, es waren immer noch 8% Plato da, was bedeutet, nochmal läutern, nochmal läutern. Ja, wenn es noch bei 8 ist, gut da unten. Ja, das mag jetzt dann etwas dilettantisch aussehen, wenn wir da aus dieser schwarzen Wanne unsere Restwürze abfüllen, aber es macht ja nichts. Es wird ja eh noch gekocht.
genau das ist das, wo ich bei euch gesehen habe, dass es schon sehr trüb ist, machen das Bier. Ja, aber wie kriegst du das klar? Was machst du da? Also ich beim Brauen selbst schon einmal habe ich bei euch gesehen, dass ihr in Abpumpvorrichtung ja endlich habt, mit dem, wenn es gern losgeht, oder? Ja. Und ich mache das aber. Du ziehst von oben ab. Ich mache einen Whirlpool. Dann lasse ich es 20 Minuten absitzen. Ja, mittlerweile war jetzt auch der Gerd dabei, von den Hopfenbuddies. Hat sich herausgestellt, die Hopfenbuddies sind eigentlich nur noch der Gerd, ist aber ganz egal. Als Hobbybrauer hat er nämlich schon weit über 100 Sude durchgebraut und dadurch natürlich einen riesen Erfahrungsschatz, den er glücklicherweise und freundlicherweise sehr gern mit uns teilt hat. Und auch seine Begeisterung für die ganze Sache, die wir da durchziehen, in unseren Brauaktionen und Brauvideos kundgetan. Super schön, der Gerd hat uns fast bis zum Ende des Brautags begleitet, hat uns viele Tipps gegeben, viel kommentiert. Wunderbar. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Eine neue Schütte. Das wäre weh. Das hat immer noch sechs. Das ist noch kein Schwarz, die Brühe, was da rauskommt. Ja, dann hör mal auf. Praktisch eigentlich da die Messung. Ja. Warum soll es weggehen? Sechs haben wir auch noch jetzt. So. So, gut. Krass. Wieder ein Moss. Noch ein Moss! Jeder Milliliter Käse. Ja, freilich. Auf den Kühlschrank. Jetzt wird es westlich. Also sechs. Fertig geläutert, Hopfen vorbereitet, es war Zeit zum Würzekochen. Und wir hatten endlich mal Zeit, ausgiebig mit dem Gerd zu diskutieren, zu philosophieren und uns inspirieren zu lassen. Ich habe immer von Holbi noch gegönnt. Also das gut, ist nämlich ein Hochtank. Das heißt, ich kann auch gleich die Kohlensäure und alles gleich drinnen. Aha. Das war ziemlich cool, ja. Ja. Direkt in die Fässer nach dem Rinnen, ja. Also, und der ist halt kodisch unten. Der geht unten also zusammen. Genau. Und dann ist das von dem in den, aber mit Putzen und allem drin und dran. Also es läuft dann circa, was sind 15 Minuten, schön langsam, 10 bis 15 Minuten, dann habe ich es in Phasen drin. Das ist gut. Am Anfang haben wir ja mit Speise gemacht, weißt du? In jede Flasche ein bisschen eine Speise rein, abgewogen. Ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Sehr gut. Jetzt gut. Auf die Hobbybrauer. Ja, also, Gerd, Prost, zum Wohle. Prost. Prost, Gerd. Fällt mir, dass wir es geschafft haben. Das Beste ist, der fleißige Honig kommt von ihm, von seinen Bienen. Die Bienen, ja, genau. Aber ich habe einen ganz guten Kumpel von meiner Stammtischrunde, der ist auch Imker. Ja. Der mit Leib und Seele. Mach das! Also das ist ein Wahnsinn. Probier's. Das ist. Oh. Ein Bockbierabend geben, da hat man halt einfach trinken können, so viel man wollte. Das war gratis, das war so gut. Stacheln. Aha. Was heißt das? Ja, was du da Zucker und das gibt noch einmal einen besseren Geschmack. Das hat Peter erzählt, doch. Der hat schon mal was. Aha. Ich habe das mal mit heißen Steinen im Fernsehen halt gesehen. Heiße Steine haben sie da in so einem Bottich rein, wo das Bier drin war. Das habe ich gesehen. Ja. Der hat so einen Edelstahl, ganz ja? großen Edelstahl hingekommen, wo er mit einem Stapler so heiße Stahl reingehalten hat. Ja, genau. Weißt du, wie geil das ist, wenn man 200 Liter Bier braut? 200, das war super. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe eine 50 Liter Anlage auch, mit der habe ich angefangen und das war viel zu viel beim Anfang. Ich habe viel zu viel schlechtes Bier immer gehabt, oder nicht schlechtes, aber was mir nicht so geschmeckt hat. Und deswegen bin ich zurückgegangen auf den Braumeister, 20, weil dann kann ich schön probieren und es ist immer reproduzierbar. Also das ist beim Braumeister wirklich super. Das stimmt. Wir haben ja das halbe Malz rau dazu gekauft. Noch nie verwendet. Ja, wir sind jetzt mehr Leute da. Ja, zu fünf, genau. Wir sind sechs Leute und zu fünf, zu sechs. Ja, nichts übrig. Eine Kiste Bier für jeden.
Genau. Ja, das ist ja nichts. Was trinkst denn du da gerade für ein Bier? Sicher selbst. Ich hab ein Cream Ale gebraut. Das ein ist Cream Mais. Ale? Ja, es heißt Cream Ale, ist aber hat mit Cremigkeit gar nichts zu tun. Es ist 20% oder 30% Mais ist dabei, so amerikanischer Mais. Bierstil. Ja. Und ein bisschen hopfig. Und eben, ich habe irgendwie gern so Pilsbiere, Märzenbiere, aber österreichische Märzen sind ja ganz hell. Und das ist meine Challenge eben seit mittlerweile 6 Jahren. So ein österreichisches Märzen zu brauen, so Pils-Style ein bisschen. Ich gerne ein bisschen herbere Biere und das ist meiner Meinung nach das Allerschwierigste. Ja, wie soll ich sagen? Ich bin beim 106. Sud. 106. Sud? In Summe habe ich glaube ich 5 oder so weggeschüttet, die nicht gepasst haben. Wo ja. Echt der Fehlaroma drin war, was du nicht trinken hast können. Und das war mir gerade unlängst wieder. Vor einem Monat haben wir wieder 2 Sude weggeschüttet, wir waren out in unserem Repertoire. Und das allererste Stout war Weltklasse. Das zweite war super. Also jetzt haben wir unser Rezept. Und die nächsten 3, die hast du nicht saufen können. Die sind nicht gegangen. Und dann sind wir da gestanden bei unserem Pissoir. Zack, und haben wir es eingeschüttet. Ein Video von uns gemacht, wie wir in die Augen kommen. Aber ja, es gehört dazu. Es ist, ja, 100 Versuche habe ich gebraucht. Wenn wir jetzt das Feuerbier ja, mitrechnen. 12, sagen wir. Der ist hier ganz frisch da, wie lange? Ja, ja. Wir kratzen an der Schneeschicht vom Gletscher. Wir haben den Braumeister letztes Jahr im Oktober ist er angekommen auf einer Palette. Ach so. Und im November okay. Haben wir die erste Sucht gebraucht. Und jetzt Hopfen eigentlich. Jetzt geht der Hopfen ab da. Der Hopfen, der flockt nach einem Maljahr aus, gut. Diese ganz feinen. Nylon, diese Nylon-Säcke. Ah, wie geil ist das, Wissen auszutauschen mit jemandem, der doch so viel Erfahrung schon hat. Toll. Von A bis Z hilfreich, genauso von Alpha bis Omega. Da kann man nur lernen, man muss eigentlich alles mitnehmen, verarbeiten, darf es nicht schnell abtun. Und 2 Ideen haben wir auf jeden Fall auch direkt mitgenommen aus dem Gespräch jetzt gerade, nämlich einen pH-Meter zu kaufen, um unseren pH-Wert zu bestimmen, weil der sehr wichtig ist für den späteren Gärvorgang. Haben wir dann auch gemacht. Und haben festgestellt, unsere Würzen liegen ja tatsächlich immer in unserem optimalen Bereich, irgendwo bei 5,2, 5,3, je nach Bier. Da hat man also Glück, werden wir jetzt aber trotzdem bei allen folgenden Bieren machen, um vielleicht mit Milchsäure nachzujustieren. Auf der anderen Seite, dieses Easy Dense Densiometer haben wir uns nicht angeschafft, weil mit diesen Tilt-Hydrometern, die wir ohnehin haben, zur Messung des Zuckergehalts, sind wir eigentlich gut genug ausgestattet, um unser Plato super bestimmen zu können. Ja. Und dann ging es an die erste Runde waschen. Malzrohr war ja frei, konnte gleich mal gewaschen werden. Ein Mistwetter. So, ab geht's. Boah, das ist doch heiß. Ja, das ist doch kalt. Auf geht's. Kommt zurück. Geht das? Oh, das geht ab. Ja. Das ist gleich gesund. Da ist er. Das kannst du nicht doch, wenn es sein hast. Das geht echt nicht. Ich war gute Dinge, ich bin frei, aber es geht nicht. Ja, hast du keinen alten Regenponcho vom Baras noch? Bist du jetzt da? Nein, nach 30 Grad. Ja. Ja, dann lief noch mehr Bürushofen ein. Und ich habe schon mal angefangen, die Hefe vorzubereiten. Das sind ja diese tollen Flüssighefepacks mit den kleinen Zuckergaben bzw. Würzegaben direkt in der Packung. Und die muss man irgendwie aufpressen, aufdrücken und braucht irgendwie unangenehm viel Kraft. Aber ist auch gut so, ne? Die sollen ja auch transportabel sein. Deswegen
kostet im ersten Moment immer kurze Überwindung, aber man kriegt es doch hin. Da, wenn er. Was sagt man immer? Ich bin völlig ratlos. Ich muss mal sagen. Aber den kenne ich, ist nicht schlecht. Du bist, den kennst du? Ich kenne das, finde ich. Da muss alles mit Gefühl sein. Mit allen herunter. Wir haben viel mehr Gefühl wie du. Ja, also halt so noch Gefühl, so ein bisschen halt. Halt dauert ein wenig, bis er sich löst. Immer hat roher Zucker aus Mosambik. Ja. Ein Teil, oder? Also, nein, lieber zuerst noch mal Wasser und rühren und ein bisschen. So, Wasser. Wenn man es reinschüttet, ist egal, oder? Das ist egal. Das kannst, also, wir haben es ja eh gekocht jetzt. Dann machen wir halt so kleine. Wenn sie das macht keinen Unterschied mehr. So kurz vor dem Numm. Nein. Na, das ist egal. Ja. Da machen wir jetzt kein. Beim Honig war halt der Gedanke, dass wir möglichst wenig Aromastoffe auskochen. Ja, und dann ging es ans Zuckerlösen. Allen Reinheitsgeboten zum Trotz haben wir 2 Kilo schönen, karamelligen Rohrzucker mit zu unserem Stout geben. Ganz genauso wie beim letzten Mal. Nur dieses Mal der erhebliche Unterschied. Wir sind hergegangen und haben diesen Zucker ganz bewusst vorher in schön abgekochtem Wasser gelöst in einem extra Behälter, um zu sehen, dass wir hier auch wirklich eine saubere Lösung bekommen. Auch wunderbar zu sehen, diese intensive dunkle Färbung. Es steht nicht nur Karamell auf der Packung drauf, man hat das Gefühl, man sieht und riecht den Zucker, den karamelligen, wenn man auflöst. Letztes Mal ist ja eine Schicht, dass sie mal die Hälfte gelöst. Ich glaube 50% unter dem Flackert hier. M13, M14, links und rechts. Ja, und das war auch gleich der Hauptgrund, warum wir das vorher gelöst haben. Weil beim letzten Mal muss man, und das tut ein bisschen weh, beim Braumeisterputzen irgendwie eine gefühlten halben Zentimeter dicke Schicht Zucker vom Braumeisterboden wegputzen. Und das wollten wir diesmal unbedingt verhindern. Jetzt kann man ausmachen, genau. Die brauchen wir ja bloß nicht zum Putzen, oder? Ja, ein bisschen umstrudeln, oder? Mischen, dann mal umrühren. Dann mischen. Hey, Obacht! Hopfensäcke! Reiß den Sack nicht auf! Ja. Ja, aber zwischen halber Nummer 8 und Nummer 11 geht das auch immer so. Ja. Der Alter wieder aus. Der hat sich sehr ausgelöst. Was sagen Sie? Kochen. Das meine ich immer, bringt es so in der Flasche rein, dass es so schmeckt. Ja, konstant. Das ist schnell. Ich habe schnell noch IPA geholt. Ja? Absolut. Ja, Gerd, wann kommst du mal vorbei? Wann kommst du mal zurück? Der Rover oder wie nach? So in einer Woche. Das wird mit dem Ding. Ja, wenn ich jetzt wegfahre in 5 Stunden, dann bin ich im Alz. Dann treffen wir uns noch. Ich kann ja mal fahren. Ist das so? Ja, und. Wie viele 70er Flaschen? In Dosen auch, gell? Hopfen. Dosen, genau. Das ist eben seit einem Monat, habe ich Dosen. Habe ich jetzt am Lob gefühlt, aber es wird richtig gut funktionieren. Ja, das ist noch ein nettes Gerät. Tausend Apfel. Warst du da zu langweilig oder was? Ja. Genau. Das ist der kleine Bruder. Der 20 Liter Braumeister. Oh, die zweite Ehefrau. Ja. Aber ich hab noch eine 50 Liter Anlage auch noch, aber bis jetzt an. Ist es recht dabei zum Probieren für die Rezepte? Zum alle 2 Wochen Fremdgehen reicht's. Genau, mit dem fülle ich ab, mit dieser Biergang. Da komme ich dann in die Flaschen rein, vom Fasel oder in die Dosen.
Ah, und da ist das Bier von vorgestern drin. Wann hab ich den gebracht? Vor ein paar Tagen. Da, das ist. Das ist natürlich. So. Wie überdruck wir halt. Ist das ein Lokaldruck? Ja. Und auf was stellst du ein? Machst du dein Bier hier spritzig oder Lack? Jetzt ist er weg. Verschieden. Es kommt auf den Bierstil drauf an, wirklich tatsächlich. Das ist, ja, aber klar, das ist klar, aber durchschnittlich sind wir auch bei einem. Ich sag mal, bei einem Bier, wo nicht so spritzig gehört, da hätten wir es eher spritziger abfüllen. Wir rüsten ganz gerne. Spritzig muss ich es ein bisschen, ich muss es beim Abfüllen ein bisschen spritziger machen, weil ich, wenn ich es in die Flasche nochmal abfülle, da verlierst du ein Druck, bisschen, gell? Man geht immer verloren. Ja. Das schon da habe ich von einem Terrarium Hatzum drinnen, Edgepedalen, damit die, weil das ist nicht katzt mehr Raum da, da hat es nachher im Winter so 10 Grad. Da damit sie in den Kühlschrank dann die 18 Grad und die jetzt im Wärm brauche, wieder ein Hatzum in meinen Kühlschrank. Geil. Ja. Und so, Mann. Genau. Au! Oh, da, der Flaschenspender. Die besten Flaschen. Ja klar, die sind alle frisch. Die kann ich sofort einnehmen und dann Etikett habe ich mir mal eins designt und gedruckt, drucken lassen halt. Wie wäschst du deine Flaschen? Ja, da sind ein paar leere Flaschen. Wie wäschst du deine Flaschen von heute? Eigentlich nehme ich immer neue eigentlich. Du nimmst neue. Dass man das noch beleuchten oder so, wo man alles steht und einfach ein paar Flaschen oder ein Dosen nach der anderen einfach rausnehmen kann. Hast du das alles als Braukeller angelegt? Schaut so gefliest aus. Nein, das. Ja, das ist von einem ein altes Gasthaus bei uns im Dorf, das leider nicht mehr bewirtschaftet ist, weil der Wirt gestorben ist vor 5 Jahren. Und das war eigentlich so der Kühlraum. So, wir mussten jetzt unsere Hefe doch nochmal in Ordnung bringen. Wie ich es vorhin beschrieben habe, diese schönen Zuckerpäckchen einfach unangenehm zu öffnen. Und der Trick ist das, mit einem schnellen, intensiven Ruck. Und keine Angst, dass der Hefebeutel selber platzt. Tatsächlich sind die so konzipiert, dass nichts passieren kann. Und mit genug Kraft und einem schönen Ruck und ein bisschen Liebe wird das dann auch mit der Hefe. Wir haben jetzt die restliche Zeit vom Hopfenkochen genutzt, beim schönen Bierchen, beim schönen selbstgebrauten Bierchen, alles das zu verdauen, was uns der Gerd jetzt da zum Schluss gezeigt hat. Es ist ja einfach unglaublich, was für ein Equipment der bereits angesammelt hat über die Jahre hinweg. Klar, bei 106 Süden vergeht auch ein bisschen Zeit. Und was für eine tolle Location der hat, um Bier zu brauen. Einen gefliesten Keller, der als Kühlraum gedacht war. Kühlung, für jeden Hobbybrauer immer ein großes Problem. Vor allem, wenn man dann in Fässer reingeht. Aber Kühlschränke waren ja auch zu Genüge da. Der Plan ist gerade entstanden für einen Tasting Room, bei dem man dann seine Biere nacheinander immer weiter verkosten kann. Er hat den Dosen abgefüllt, er hat den Flaschen abgefüllt. Einfach der Wahnsinn. Reinigkeit. Braues. Ja, nach der Verkostung haben wir uns dann unserem Lieblingshobby oder dem Lieblingshobby eines jeden Hobbybrauers hingegeben, dem Putzen von irgendwas, in dem Fall jetzt Gärbottiche. Und da haben wir mittlerweile fast schon eine pedantische Reinlichkeit erlangt. Soll bedeuten, nach den leichten, säuerlichen Bieren, die dann schon mal aus unseren Bottichen gelaufen sind, ist einfach jedem klar, jetzt wird dieser Bottich geputzt und wir nehmen uns einfach mehr Zeit dafür, wir sind etwas gründlicher und dafür haben wir das Maximum gegeben an Sicherheit, um sowas wie ein schlechtes Bier in Zukunft vermeiden zu können. Ja, wir wollten dieses Mal im Braumeister noch einen Whirlpool machen, wegen unseren Trubgeschichten. Dazu haben wir die Kühlung ohne die Kühlspiralen gemacht und zusätzlich haben wir auch diese Abpump- und Pumpstutzen weggelassen, sodass man jetzt auch beim Abfüllen
nicht mehr die Pumpvorrichtung vom Braumeister selbst verwenden können, sondern den Braumeister ein Stück in die Höhe stellen mussten, um dann einfach über den Ablasshahn vorne abfüllen zu können in die Gärbottiche. So, weil jetzt wird es anders gut. Probieren wir gleich nochmal. Nur Mantel. Warte mal. Ich nehme mal die Wand auf, weil die ist schon halb so hoch. Der muss ja sowieso rein. Ja. Also. Ja, ja. Wir müssen den Braumeister. Wir müssen das auf zwei Stufen. Wir müssen noch andere Gell? Da kommst du den Zug empfangen. Das ist jetzt geil. Der Zug kann nicht oder ja, oder andere Hilfe und dann hast du ja schon wieder. Ja, ja, viel. Ach, und dann wird er Statistik führt und dann wird er Zulieferer beurteilen. Perfekt. So. Da müssen wir auf jeden Fall zu zweit links und rechts klopfen. Ja, jetzt diesen Braumeister etwas in die Höhe zu heben, hört sich im ersten Moment einfacher an, als es tatsächlich ist. Da hat er jetzt schon alleine 60 Kilo wegen Bier und dann kommt noch der Braumeister selber dazu. Unser Ziel war es, ihn trotzdem auf die zwei Stühle zu bringen und wir wussten, dass wir das hinkriegen, wenn wir zu zweit anpacken, sodass wir dann am Ende auf den Stühlen, ohne den Braumeister nochmal bewegen zu müssen, diesen Whirlpool anrühren konnten. Den Whirlpool selber haben wir mit dem großen Paddel angerührt und versucht, es so schnell wie es geht zum Wirbeln zu bringen, um es dann stehen zu lassen, damit sich der ganze Trub absetzen kann, kegelförmig in der Mitte, und dann beginnen zu können, das Ganze in unsere Gärbottiche abzufüllen. So weit, so gut. Die Wartezeit war vorbei. Es ging jetzt tatsächlich an die Gärbottiche, wie immer, mit leichten Hindernissen. In Massenprodukt, du hast ja völlig recht. Du hast ja völlig recht. Wir kommen, ein Kopf, wir kommen Eis. Nein! Was tust du? Hand auf! Eis am Boden. So passiv. Immer wieder. Das kann doch jetzt gar nicht sein. Das ist doch ein Witz mit dem Lappen. Ja. Fox Devil's Wild, it makes me Fox Devil's Wild. Das ist ein Dreckshahn. Das müssen wir mal mit Ethik nachschlagen, wo es da auch ist. Das ist aber ganz schön voll. Rocky Horror ist das schon. Ein schwarzer Strahl. Schau mal. Das ist genau richtig. Also auf Tiefe. Voll und der Rest nehmen wir dann ins Kühlkästchen rein. Kein Schub drin sein. Irish Ale. Und was soll die anders machen? Wir hatten uns dazu entschlossen, zweierlei Hefen zu verwenden. Neben unserer altbewährten Dennis Best Weist 1450 noch eine Irish Ale 1084, die dafür bekannt sein soll, etwas fruchtigere Aromen mit ins Stout bzw. ins Ale zu bringen. Wie willst du es vergleichen? Der 160. Ja. Der Hund. Du siehst. Hat es natürlich schon 2, 3, 4 mal, 8 mal mehr probiert und zugeschickt. Der Lutz ist ein Hund. Der hat ja da in den Wandern. Der Ober kann man auch. Jetzt können wir mit Wandern einlaufen, das ist
Ja, unser lieber Gott, der ging uns eine Weile nach. Mit 106 Suden waren wir natürlich erstmal schwer beeindruckt. Unabhängig davon war jetzt die ganze Sache im Gärbottich. Es ging dran, alles ein bisschen aufzuräumen, einen Braumeister wieder runterzuheben, alles zu reinigen, die Gärbottiche an Ort und Stelle zu bringen, da wo sie dann stehen sollen, da wo wir dann auch die Hefe zugeben können, das Ganze ein bisschen auszurichten, damit am Ende so wenig wie möglich Chance besteht, dass da noch irgendein Dreck reinkommt. War für den Stuhl oder was? Ja. Der braucht eh Temperatur. Hast du gesehen, gell? Das ist eigentlich ziemlich wurscht, weil wir haben 180 Grad. Wir lassen einfach, wie sie sind. Ich glaube auch. Und gut ist. Was bringt es am Schluss, wenn man den bei 2, 23 lagert oder wie bei 17, 18? Nichts, das kann schon sein. Wenn die Leute sagen, wärmer, ein bisschen fruchtiger. Ah, Fruchtigkeit. Ja, normal macht bei uns der Peter die Hefe in die Würze und für mich war es ein bisschen ein aufregender Moment, das erste Mal zu machen, weil dieses Mal der erste Brautag war, wo der Peter nicht zumindest zum Schluss noch mit dabei gewesen ist und sich dann eben als Braupeter um die Hefe gekümmert hat. Ich habe jetzt angefangen, alles zu reinigen, während die anderen im Keller waren und den Braumeister gereinigt haben, um dann ins Finale zu starten. Alles war fertig, was wichtig war. Die Hefe war bei der Würze, hat sich wohlgefühlt, konnte sich anfreunden mit dem Zucker. Wir hatten zwei wunderschöne Bottiche abgefüllt. Eine Variante mit einer Irish Ale Hefe, wunderbar, sollte fruchtiger werden, die Hoffnung war da. Eine zweite, üppigere, große Variante mit der Hefe, die wir schon kannten von unserem vorigen Chocolate Stout Rezept mit Dennis Best Hefe. Was soll da noch schief gehen? Wenn alles gut geht, funktioniert es. Ja, was funktioniert hat, ist relativ einfach. Ich habe eine nette Software für den PC geschrieben, die über eine Bluetooth-Schnittstelle unsere Tilthydrometer ausliest und das auf unsere Internetseite, die birosophen.de, überträgt und da wunderschöne Plateaukurven über den Zeitverlauf darstellt und da super Überwachung ermöglicht. Dazu kommt jetzt noch, dass für dieses wunderbare Chocolate Stout die Stammwürze absolut perfekt gelungen ist. Und, was haben wir? Um Gottes Willen. Wisst ihr, was mir hält? Da ist das Bier. Die perfekte Stammwürze. Echt? 15,5. 15,5 in beiden Bottichen. Das heißt, sie sind gut gleich. Perfekt. Es war gut, wie man oder? 15,5 Grad aus. Lächeln. Ha 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 ha.